Also, worum geht es heute? Wir haben ja schon zwei spannende Vorträge gehört heute zum Spannungsfeld Stadtgesellschaft von Marit Ströbele und von Barbara Degenhardt, einen Vortrag zur Gestaltung der Stadt, der Umwelt, der Arbeitswelten. Ich werde jetzt noch mal ein etwas breiteres Bild zeichnen, wo es um die Stadt als Lebensraum ganz allgemein geht. Das heißt, was haben wir auf dem Programm heute? Schauen wir uns mal an, die Stadt als Lebensraum. Dann würde ich kurz einen Exkurs machen auf diverse Einflüsse, mit denen wir in der Stadt auf den Menschen zu rechnen haben, nämlich etwa Strahlung, elektromagnetische Felder, Licht, visuelle Reize, Schall und Lärm. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr, wie Gerüche zum Beispiel. Da gehen wir noch drauf ein. Dann werde ich ein bisschen was zur Stadt als Erholungsort sagen. Da hat die Frau Dr. Degenhardt ja auch schon ein paar Sachen zu erzählt. Da wird Ihnen sicherlich das einige oder andere bekannt vorkommen. Aber vielleicht auch ein paar neue Perspektiven werden dabei sein. Und zu guter Letzt werde ich noch ein bisschen was zur nachhaltigen Stadtentwicklung sagen. Genau. Zum Schluss steht die Frage im Raum, die Stadt als Ort für Umweltbildung, Nachhaltigkeitsförderung und Gesundheit. Da würde ich auch noch ein paar Worte zu loswerden wollen. Ja, soweit der Plan für diesen Vortrag jetzt. Also die Stadt als Lebensraum. Jetzt funktioniert die Fernbedienung tatsächlich nicht. Das ist spannend. Eben ging sie noch. Klicke ich halt hier weiter. Ja, mit der Umweltpsychologie, wir wollen eine umweltpsychologische Perspektive aufspannen, ist eigentlich zwingend der Umweltpsychologe und Sozialpsychologe Kurt Lewin verbunden, ist den meisten von Ihnen wahrscheinlich ein Begriff. Er war ja nicht nur in der Umweltpsychologie und Sozialpsychologie tätig, hat ja auch viel im familienpsychologischen Bereich gemacht. Und dieser Kurt Lewin hat nun den Lebensraum definiert als etwas, was uns Menschen umgibt, was unser Verhalten, Erleben und Bewusstsein mitbestimmt, dass es die Interaktion mit der Umwelt ist. Das heißt, wir als Menschen befinden uns natürlich nie losgelöst von einem Kontext, sondern befinden uns immer in einer Umgebung, in einer Umwelt. Und das, was für uns in der Umwelt psychologisch bedeutsam ist, das, was wir wahrnehmen, was unsere Werte, Ziele, Erwartungen, Befürchtungen und Motive anspricht, das kann man so ganz grob als den Lebensraum, in dem wir uns befinden, definieren. Das heißt, der Lebensraum ist die Gesamtheit der für das Verhalten einer Person aktuell wirksamen psychologischen Faktoren sowie eben die Wechselwirkung zu deren Werten, Zielen, Erwartungen, aber auch Befürchtungen. Lewin hat weiterhin eine sehr schöne Funktion aufgestellt, mit der Verhalten erklärt werden kann. Da hat er einfach gesagt, Verhalten können wir sehen als Funktion aus Personen- und Umwelteigenschaften. Das heißt, wenn wir uns menschliches Verhalten erleben und Bewusstsein anschauen, dann sollten wir eigentlich niemals nur die Person losgelöst, betrachtet sehen, für sich genommen, sondern eben auch schauen, in was für einem Raum, in was für einer Umwelt ist die Person, was sind dort für Reize vorhanden, soziale Reize, aber auch physikalische, physiologische Reize, wie ist die Umwelt gestaltet. Und damit gilt Kurt Lewin eigentlich als einer der fast schon Begründer der Umweltpsychologie, in der es sehr stark um die Wechselwirkung von Person und Umwelt geht. Ja, Lewin hat diese Wechselwirkung auch gesagt, dass sie feldtheoretisch beschrieben werden können durch sogenannte positive und negative Valenzen im Umfeld. Was ist darunter zu verstehen? Das sind nun Dinge, die aufgrund meiner eigenen Bedürfnisse oder Motivlage eine besonders hohe Attraktivität auf mich ausüben oder abstoßend für mich wirken. Wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Wohnung sind, hungrig sind, dann bekommt der Kühlschrank oder dort, wo Nahrung ist, bei Ihnen zu Hause eine sehr hohe positive Valenz. Wenn Sie vielleicht gerade mit Magenschmerzen dort sitzen, zu viel gegessen haben, Ihnen übel ist, dann wird sicherlich der Kühlschrank eher eine negative Valenz für Sie haben. Dann möchten Sie das Ganze meiden und vielleicht eher das Badezimmer aufsuchen. So könnte man einfach die Valenzen zusammenfassen. Da steckt noch ein bisschen mehr hinter dem Konzept, aber für unser Verständnis heute reicht das. Weiterhin spricht Lewin von der sogenannten Lokomotion. Das ist die psychische und physische Bewegung in einem Feld, also wie ich mich durch den Raum bewege.
Und es gibt natürlich Barrieren, das sind entsprechende Hindernisse, die ich überwinden muss. Das können soziale Hindernisse sein, wenn zum Beispiel ein kleines Kind abends noch Hunger auf Süßigkeiten hat, die Süßigkeiten aber im Wohnzimmer aufbewahrt werden, das Kind sich dorthin schleichen möchte, also eine sehr hohe positive Valenz dort vorherrscht, aber das Kind dann feststellt, dass die Eltern dummerweise auch noch im Wohnzimmer sitzen und das Naschen abends verboten haben, dann wäre das natürlich eine hohe Barriere, die wahrgenommen wird. Und so kann man eben die ganze Umwelt, die psychologisch wirksame Umwelt beschreiben durch diese positiven und negativen Valenzen, die entsprechend auch nach Bedürfnislage nicht unbedingt stabil sein müssen, sondern sich verändern können und durch wahrgenommene Barrieren und Lokomotion, das heißt Bewegungsmöglichkeiten, die ich vorfinde. Wenn wir in der Stadt unterwegs sind oder über das Leben in der Stadt sprechen, dann können wir natürlich die Stadt auch feldtheoretisch beschreiben. Es gibt entsprechende positive und negative Aspekte in der Stadt, Orte, die wir aufsuchen möchten, Orte, die wir vermeiden möchten. Es gibt bestimmte Repräsentationen der Stadt, die wir im Kopf haben, mentale Karten, die wir haben, die uns psychisch und physisch geleiten kann, wo wir hingehen können, welche Möglichkeiten wir haben. Und wir haben natürlich auch mit bestimmten Barrieren zu tun, die unser Leben und Fortbewegung in der Stadt beeinflussen können. Wenn ich von Beeinflussungen rede, dann haben wir es ganz oft mit diesen üblichen Beeinflussungen zu tun, wie zum Beispiel Menschenmengen, Transportmittel, Verbindungen, alle möglichen Sachen, die wir sehr gut wahrnehmen können. Aber wir haben es natürlich auch mit anderen Einflüssen auf uns Menschen zu tun, mit technologischen Einflüssen. Auf die möchte ich jetzt auch noch mal kurz eingehen und habe Ihnen hier dieses Schaubild mitgebracht. Das ist jetzt nicht von mir selber, die Quelle sehen Sie dort drunter. Das zeigt mal so ein bisschen auf, mit welchen Einflüssen, außer diesen offensichtlichen Einflüssen, wir es als Menschen in der Stadt eigentlich noch zu tun haben. Natürlich auch in der Natur, aber eben auch primär in der Stadt. Das heißt, wir haben natürlich bestimmte Strahlung, die auf uns einwirkt. Wir haben elektromagnetische Felder durch Mobilfunk zum Beispiel, durch Elektrizität, durch Bürogebäude, durch WLAN-Dichte, Elektrifizierung durch Trams zum Beispiel. Das sind alle möglichen Sachen, die auf uns einwirken. Da ist natürlich die Frage, die wir uns aus umweltpsychologischer Sicht stellen, hat das denn eigentlich auch eine Auswirkung auf uns als Menschen? Wenn wir uns das Ganze vorstellen oder beziehen auf das Modell der Funktionskreise von Uexküll, das ist ein kybernetischer Ansatz, also ein erklärender Ansatz, der verschiedene Zusammenhänge miteinander verzahnt, dann können wir eben sehen, dass wir als Menschen, Innenwelt, Individuum auf die Welt einwirken. Das ist hier als dieser Pfad mit der Wirkwelt bezeichnet. Das ist zum Beispiel, wenn wir Mobilfunk nutzen, Elektrifizierung vornehmen, unsere Umwelt umgestalten. Damit verändern wir die Außenwelt, das Gefüge. Und das wiederum hat eine Wechselwirkung und eine Rückwirkung auf uns als Menschen. Und das interessiert uns eben in der Umweltpsychologie. Wir gehen jetzt mal ein bisschen genauer darauf ein, auf zum Beispiel elektromagnetische Felder, auf Licht und visueller Stress, auf Schall und Lärm. Ich habe diese Punkte rausgesucht, weil insbesondere eine Stadt durch diese Einflüsse mit gekennzeichnet ist. Außerdem habe ich mir gedacht, über die anderen Bereiche, über die üblichen Bereiche, soziale Bereiche in der Stadt, Nachbarschaften, da haben Sie alle schon sehr viel gehört und das sind vielleicht ein paar Themen, die bisher immer am Rande behandelt wurden. Daher jetzt mal der kurze Durchlauf zu diesen drei Themengebieten. Elektrische Felder, elektromagnetische Felder, was macht WLAN mit uns zum Beispiel, Mobilfunk? Das geistert immer wieder durch die Medien durch. Es gibt immer wieder verschiedenste Horrormeldungen dazu. Auf der anderen Seite gibt es auch immer verschiedenste Meldungen wie, das ist ja gar nicht schlimm, das nehmen wir gar nicht wahr. Und ich habe das mal zum Anlass genommen, ein bisschen nachzurecherchieren, was wir eigentlich zu dem Thema sagen können. Interessant ist, dass es diesen Kunstbegriff Elektrosmog gibt. Der ist ein Sammelbegriff und bezeichnet alle technisch erzeugten elektrischen und magnetischen Felder. In dem Begriff Elektrosmog steckt allerdings auch dieser Aspekt der Verschmutzung drin, und zwar die Verschmutzung der Umwelt durch elektromagnetische Wellen, Felder und Strahlung. Ja, ist das nun ein Problem oder ist es kein Problem? Es gibt die Leute, die darauf schwören, dass sie nicht schlafen können, wenn elektrische Geräte eingeschaltet sind. Es gibt andere Leute, die dort überhaupt gar keine Sensitivität haben und sagen, ne, davon merke ich nichts. Sie können mir einen Transformator unters Bett stellen und ich schlafe durch. Das haben wir alles, diese Möglichkeiten, aber das hat uns natürlich auch in der Forschung interessiert. Und deswegen gibt es dazu einige Studien,
wo wir eigentlich sagen können, elektromagnetische Felder können negativen Einfluss auf den menschlichen Organismus haben. Und ab einer bestimmten Feldstärke gelten sie als möglicherweise krebserregend. Betonung auf können und möglicherweise, denn wir müssen leider sagen, dass die wissenschaftliche Befundlage in dem Bereich noch nicht ganz eindeutig ist. Einerseits hat es natürlich methodische Aspekte, warum das nicht ganz eindeutig ist. Das heißt, wir können kaum ökologisch valide Experimente durchführen, aus natürlich praktischen und ethischen Gründen. Wir können nicht Menschen auf einmal einem großen elektrischen Feld aussetzen über längere Zeit und gucken, ob die danach alle Krebstumore entwickeln. Das funktioniert natürlich nicht, aus Gründen, die auf der Hand liegen. Und ansonsten im normalen Alltag sind wenige Menschen nur so exponiert an Hochspannungsleitung elektrischen Feldern, dass wir dort ja plausible, valide Aussagen auf statistischer Ebene treffen können. Das ist ein großes Problem bei dieser Art der Forschung. Und einige neuere Technologien gibt es natürlich auch noch nicht lange genug im Alltag, als dass wir mittelfristige oder Langzeitwirkung feststellen könnten. Dazu kommt, dass es unklar ist, inwieweit wirtschaftliche und oder politische Interessen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen im Konflikt stehen. Also Forschung gibt es zu diesem Bereich. Die Befunde deuten darauf hin, dass es problematisch sein könnte, aber nachweisbar ist es nicht, zumindest nicht ganz eindeutig. 2020 gab es eine Review-Studie, die mal geguckt hat, wie sieht denn das Ganze nicht bei Menschen aus, sondern bei Insekten aus? Wie ist also die biologische Wirkung elektromagnetischer Felder auf Insekten? Und da kamen also ganz erschreckende Ergebnisse bei heraus. Es wurde eine Einschränkung des Orientierungssinns bei Insekten festgestellt. Eine reduzierte Fortpflanzungsfähigkeit und Fruchtbarkeit. Lethargie allgemein, veränderte Flugdynamik, Misserfolg in der Nahrungssuche, reduzierte Reaktionsgeschwindigkeiten, Fluchtverhalten, Störung des zirkadianen Rhythmus, Blockierung der Atmungskette, Schädigung der Mitochondrien, das sind also die Kraftwerke in der Zelle selber, Fehlaktivierung im Immunsystem und eine erhöhte Anzahl von DNA-Strangbrüchen. Es war eine Meta-Analyse, die rausgekommen ist, beziehungsweise eine Review-Studie, die Insekten oder Wiesen untersucht hat, die in der Nähe von Hochspannungsleitungen stehen. Können Sie sich mal anschauen, die Literaturangaben sind dort. Das ist also ganz spannend, wobei diese Studie auch sehr kritisch die Ergebnisse diskutiert und sagt, ja, das sind Effekte, die berichtet wurden, aber die Kausalitäten sind natürlich nicht so hundertprozentig zu klären. Das sind auf jeden Fall alles Veränderungen, die mit elektromagnetischen Feldern, mit starken elektromagnetischen Feldern in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel mit Hochspannungsleitungen, Mobilfunkleistung, also den Sendemasten, wenn sie besonders stark funken, und entsprechenden WLAN-Arrangements. Wie sieht das Ganze bei Menschen aus? Dort habe ich jetzt leider nur eine Review-Studie aus 2010 gefunden, die sich mal angeschaut hat, ob elektromagnetische Felder von Mobilfunk-Basisstationen ein Problem darstellen. Und die kommen zum Schluss, dass es im Moment noch nicht genügend Daten gibt, um tatsächlich Schlussfolgerungen ziehen zu können, ob Mobilfunk einen negativen Effekt auf den Menschen hat oder nicht. Auch aus dem Grund, weil es kaum Langzeitdaten gibt im Moment. Das ist eine Studie aus 2010, also schon etwas älter. Lohnt sich vielleicht mal nachzuschauen, ob wir dort schon neuere Ergebnisse haben, aber so als Gedankenansatz vielleicht mal. Ja, das Ganze bestimmt natürlich das Leben in der Stadt, weil wir in der Stadt gebündelt mit Mobiltelefonen, WLAN-Netzwerken, öffentlichen WLAN unterwegs sind. Und da müssen wir uns natürlich auf der einen Seite die Frage stellen, kann das unser Leben beeinträchtigen, beeinflussen? Auf der anderen Seite haben wir natürlich den starken Komfort, den wir dadurch haben, dass wir überall im Netz sind, viel mehr Dienstleistungen übers Netz gehen. Das ist also eine gesellschaftliche Frage, die wir diskutieren und entscheiden müssen und wo wir als Umweltpsychologinnen und Psychologen auch einen Beitrag durch die Forschung zu leisten können. Ein anderer wichtiger Aspekt für das Leben in der Stadt ist das Thema Licht und visuelle Reize. Sie kennen diesen schönen Ausspruch, New York, die Stadt, die niemals schläft. Es ist immer, egal ob Tag oder Nacht ist, es ist immer hell und irgendwas los. Das haben wir natürlich auch in unseren Städten. Nicht ganz so extrem manchmal, aber trotzdem kennzeichnet sich eine Stadt hauptsächlich auch durch eben auch Geräuschpegel, aber auch Lichtemissionen. Wir wissen, dass Licht in einem Zusammenhang steht mit der Melatonin- und Serotoninausschüttung und dem zirkadianen Rhythmus des Menschen.
als einfacher Leitsatz eher bläuliche Lichter sorgen dafür, dass wir einen Wachheitsstatus haben, während rötliche Farbtöne eher was Müdes suggerieren und uns auch beim Einschlafen und Abschalten helfen. Wird übrigens in manchen Zügen und Flugzeugen eingesetzt, dass bei Übernachtflügen eher eine rötliche Beleuchtung da ist und gegen Morgen dann auch der Tag simuliert wird durch Einspielung von blauem Licht. Mobiltelefone haben das auch, dieser Schlafengehmodus, Bettruhemodus, wo dann das Display eher gelbliche und rötliche Farbtöne hat, sonst eher das Blaues im Hintergrund ist. Können Sie mal darauf achten. Solche Sachen gibt es und werden genutzt aufgrund dieser Forschung dazu, weil es eben uns beeinflusst. Licht und visuelle Reize haben auch einen Einfluss auf Stimmung. Wir kennen zum Beispiel das Seasonal Affective Disorder oder SAD-Syndrom. Das wird damit in Verbindung gebracht, dass Leute eben durch verschiedene Lichtexpositionen dazu neigen, ja, Depressivität zu entwickeln oder nicht. Mit Kälte- und Hitzeempfindung wird Licht in Verbindung gebracht, mit der Farbwahrnehmung und dem visuellen Stress natürlich. Visueller Stress, der kann durch optische Stimulation entstehen und eben Unbehaglichkeiten, Kopfschmerzen bis hin zu epileptischen Anfällen hervorrufen. Beispiel dafür sind Glitzern von Oberflächen, Wasser, Fußboden, pulsierende, fluoreszierende Beleuchtung oder Kathodenstrahlröhren. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht, aus einem Treppenhaus zum Beispiel, so ein engmaschiges Gitter an Drähten, da wird Leuten sehr schnell schwindelig, weil die Orientierungspunkte fehlen. Oder wenn wir unterwegs sind, sehr viel Straßenverkehr, Licht haben, Nachbilder haben, das kann sehr beeinträchtigend wirken. Grundsätzlich auch Lichtinstallationen, die Nacht erhellen. Oder eben reflektierende Oberflächen wie bei Schnee und Eis. Das ist das, was einigen Leuten wirklich sehr zu schaffen macht beim hauptsächlich Leben in der Stadt, weil es in der Stadt nachts eben beleuchtet und hell ist. Teilweise wird auch von Lichtverschmutzung gesprochen. Das ist ein, ja, kein neues Thema, aber es wird immer prominenter. Ich habe Ihnen hier mal eine Karte mitgebracht, die den Nachthimmel über Europa zeigt. Eine Falschlichtdarstellung ist das. Und in Rot dargestellt sind nun die Lichtzentren, die darstellen, wo es nicht mehr nachtdunkel ist, wo wir eigentlich gar keine normale Nacht mehr haben. Und Sie sehen eigentlich, dass bis auf den Alpenkamm und einige Regionen in Spanien sowie in Nordskandinavien Europa eigentlich kaum noch nachtdunkel ist. Es gibt diese Organisation, Dark Sky nennt die sich, die untersucht das. Die gibt es auch als schweizerischen Ableger. Und die haben nun festgestellt, es gibt in der Schweiz keinen einzigen Ort mehr, wo in der Nacht natürlich Dunkelheit erreicht wird. Die Aufhellung beträgt in den Alpen ca. 8-16% und in den Innenstädten wie Zürich, Genf, Basel und Lausanne zwischen 1020 und 2050% im Vergleich zur Nacht, zur normalen Nacht. Das heißt, wir haben eigentlich in unseren Städten kaum mehr Dunkelheit, keine richtige Dunkelheit. Das hat Auswirkungen auf den Menschen durch zirkadianen Rhythmus, aber auch auf Tiere, auf Insekten zum Beispiel, die auch keine Ruhe mehr finden. Das ganze Thema wurde auch vom Bundesamt für Umwelt aufgenommen. Ich habe Ihnen hier mal einen Screenshot der Webseite mitgebracht. Den Link finden Sie dort auch. Dort gibt es also ganze Studien zu Lichtemissionen in der Schweiz, was das mit uns eigentlich macht und auch, wie wir Städte eigentlich designen und gestalten könnten, dass möglichst wenig Licht reflektiert wird. Da gibt es seit einigen Jahren Initiativen, die zum Beispiel Straßenlampen herstellen, die weniger Licht abstrahlen, sondern eher punktuell ausleuchten und dann auch den Boden in Gehweg so beschaffen, dass es kaum noch Reflexionen gibt. Solche Sachen werden halt gemacht, um eben die Lebensqualität in der Stadt zu erhöhen und der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken. Als weiteres Thema würde ich gerne noch was zu Schall und Lärm sagen. Den können wir unterteilen in eigentlich auralen und extraauralen Schall bzw. Wirkung. Der aurale Lärm betrifft das Gehör und das extraorale bezeichnet die Wirkung auf unser Erleben und Verhalten. In der Stadt haben wir es natürlich auch oft mit Schall und Lärm zu tun. Unterschiedliche Lebensstile, Verkehr, Fluglärm, alles Mögliche, was dort so vorherrscht. Wir können grundsätzlich feststellen, dass je höher der Schallpegel ist, desto weniger Zeit braucht es, um bei Menschen schwerwiegende Gehörschäden hervorzurufen. Schallpegel unter 80 Dezibel gelten als unbedenklich, wenn sie denn kurzfristig auftreten. Da gibt es auch wieder Unterschiede in der Wissenschaft und Forschung, dazu auch in der Praxis. Aber das ist sowas, wo gesagt wird, ja, das halten wir als Menschen noch ganz gut aus.
Ein paar Beispiele habe ich Ihnen noch mitgebracht für die orale Wirkung. Das wäre sowas wie eine zeitweilige Hörschwellenverschiebung bzw. Taubheit. Das ist sowas, wenn Sie zum Beispiel auf einem Konzert sind oder laute Geräusche hören und 5 bis 10 Minuten danach so ein Rauschen hören oder nichts mehr richtig wahrnehmen, alles wie durch Watte wahrnehmen. Das verschwindet aber in der Regel eigentlich wieder. Wenn das allerdings eine dauerhafte Lärmeinwirkung ist, dann ist natürlich auch eine Schwerhörigkeit möglich. Und meist sind subjektiv exponierte Frequenzbereiche betroffen. Das haben wir zum Beispiel bei Lehrpersonen relativ häufig, gerade an Primarschulen, die über die Zeit hinweg eine gewisse Schwerhörigkeit entwickeln auf den Frequenzen, in denen typischerweise Kinderstimmen sind. Solche Ergebnisse finden wir dort. Tinnitus oder die Soziakusis ist davon betroffen. Das ist die Schwerhörigkeit aufgrund von Freizeitlärm, aufgrund von technologischen Entwicklungen. Das gab es zum Beispiel in den, ich glaube, 1960er Jahren mit dem VW Käfer sehr stark, der ein sehr hohes Motorengeräusch hatte. Und die Leute, die viel damit unterwegs gefahren sind, haben aufgrund dieser technischen Entwicklung in diesem Frequenzbereich tatsächlich einen Einbruch in der Hörkurve gehabt. Also durch das, was wir uns im Alltag aussetzen, können wir unser Gehör beeinflussen und beeinträchtigen. Und mit je mehr und dauerhaftem Schall und Lärm wir es in der Stadt zu tun haben und je gleichförmiger der ist, hat das natürlich dann auch eine Auswirkung auf unser Sinnessystem, auf unsere Wahrnehmung. Extraorale Wirkung, ja, das ist meist die Beeinträchtigung durch aktuellen Lärm und Schall, wobei eine chronische Exposition zu Gesundheitsproblemen führen kann, psychophysiologische Stressreaktionen hervorrufen kann oder natürlich auch Kommunikationsprobleme erschwert, Probleme beim Spracherwerb mit sich bringt. Das finden wir in der Nähe von Einflugschneisen oder Startphasen bei Flughäfen. Die Wohnquartiere, die dort sehr stark betroffen sind, dort finden wir auch relativ häufig, dass bei Kindern eine verzögerte Spracherwerbsfunktion stattfindet. Ja, und das sind natürlich dann die Beeinträchtigungen durch Fluglärm, die wir dort zum Beispiel haben. Schlafbeschwerden, zu denen kommt es ab ca. 40 Dezibel Schalldrucklevel mit dem A-Filter dorthinter. Das heißt, wenn wir einen Bereich über 40 Dezibel haben als Schallereignis, wachen wir davon in der Regel auf. Und wenn wir in der Nähe von Eisenbahnstrecken, Autobahnen oder Flughäfen wohnen, wo Nachtbetrieb ist, sorgt das für einen tatsächlich unruhigen Schlaf. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Gesundheit. Ich habe Ihnen hier mal eine Schall- und Lärmkarte der Stadt Zürich mitgebracht. Über geoadmin.ch können Sie alle möglichen Karten einblenden lassen. Das ist also wirklich eine tolle Dienstleistung, die wir dort haben. Der Bund stellt das kostenfrei zur Verfügung. Und da habe ich einfach mal über die Stadt Zürich den Taglärm und Nachtlärm durch Straßenverkehr darstellen lassen. Und Sie sehen, das dunkel-lilane, das sind Schalllevel von 75 Dezibel A. Das heißt, das, was schon ja nah an der Erträglichkeitsschwelle ist, da sehen wir natürlich die großen Autobahnen. Wir sehen aber auch den ganzen Innenstadtbereich, der eigentlich so im Bereich zwischen 50, 55 Dezibel liegt als Tag- und Nachtlärm. Und das ist natürlich etwas, was das Leben in der Stadt ganz stark prägt und beeinträchtigt, weil Schall und Lärm können wir nicht ausschalten. Das nehmen wir wahr, ob wir wollen oder nicht, oder brauchen entsprechende Technik, um es auszufiltern. Aber das ist natürlich was, was wir hauptsächlich in der Stadt haben und nicht in der Natur haben und unser Leben, Verhalten und Bewusstsein entsprechend beeinflussen kann. Dazu gibt es auch Forschung. Hier haben wir mal im Inntal in Österreich untersucht, wie sich Verkehrslärm, Fluglärm und Straßenlärm auf das eigene Zuhause als erholungsförderliche Umwelt auswirkt. Und dort konnten wir nun feststellen in einer repräsentativen Stichprobe, dass tatsächlich eine starke Lärmexposition dafür sorgt, dass erstmal die Leute weniger gut schlafen, aber auch, wenn sie zu Hause sind, weniger gut von Alltagsstress erholen können. Das heißt, Lärmbelastung, Lärmexposition hat tatsächlich demnach eine recht negative Auswirkung auf unsere Lebensqualität und Gesundheit. Wenn wir dann an die Schallkarte von eben der Stadt Zürich denken, müssen wir natürlich auch überlegen, wie können wir unsere Stadt gestalten, damit wir den Lärm runterkriegen oder dem nicht so ausgeliefert sind oder andere entsprechende Ausweichmöglichkeiten zur Erholung haben. Genau, dann hat diese Fernbedienung einen Wackelkontakt, deswegen schalte ich jetzt nochmal so weiter. Würde ich noch kurz was zur Stadt und Erholung sagen. Da haben wir ja nun auch schon was zugehört.
grundsätzlich Erholungsförderung in der Stadt. Ich habe Ihnen gerade gesagt, Problem, Schall, Lärm, Licht, alles mögliche, was wir haben, elektromagnetische Felder, brauchen wir natürlich entsprechend Erholung. Wir wissen relativ gut aus der Forschung, dass natürliche Umwelten mit positiven Effekten für Gesundheit und Wohlbefinden in Verbindung gebracht werden können, dass sie uns bei der Stressreduktion unterstützen können, wenn es erholungsförderliche Landschaften oder Umwelten sind. Dann ist natürlich die große Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit Städten? Kurzer Ausblick zur Theorie. Häufig in der Erholungsforschung wird die sogenannte Attention Restoration Theory von Kaplan & Kaplan genutzt oder die Aufmerksamkeitswiederherstellungstheorie. Die besagt im Grunde, dass wir über den Tag eine gewisse Menge an Konzentrationsenergie haben, an Ressourcen für sogenannte gerichtete Aufmerksamkeit, und die erschöpfen einfach, weil wir uns auf den Verkehr konzentrieren müssen, alle möglichen Reize ausblenden wollen, uns auf das fokussieren müssen, was wir tun wollen oder sollen oder müssen. Auf jeden Fall ermüden wir nach einer gewissen Konzentrationszeit. Es setzt mentale Ermüdung ein, eingeschränkte Problemlösefähigkeit, schlechtere Leistung, erhöhte Aggressivität, das Wohlbefinden und Gesundheit verschlechtern sich und das Stressempfinden nimmt weiter zu. Wenn dieser Zustand erreicht ist, brauchen wir eben Erholung. Und da sagt diese Theorie, dass das Erleben von Faszination, von in Staunen versetzen, von Kohärenz, Kompatibilität und psychologischer Distanz uns dabei hilft, von diesem Stress, von diesen Reizen, die Licht, Schall, Lärm, alles Mögliche, aber auch soziale Kontakte auslösen können, hilft, runterzukommen und abzuschalten. Und solche Landschaften oder Umwelten werden als erholungsförderliche Umwelten betrachtet, die uns dabei eben helfen, die Ressourcen wieder aufzufrischen und eben zu Gesundheit und Wohlbefinden, ja, beizutragen, damit wir wieder fit für den nächsten Alltag sind. Wir finden diese Elemente Kohärenz, Kompatibilität, Faszination und psychologische Distanz oft in natürlichen Umwelten, in der Natur. Es gibt sehr viele Studien, die dort eben die Natur mit der Stadt vergleichen und ständig feststellen, ja, die Natur bietet das Ganze in einem viel besseren, ausgeprägteren Rahmen als die Stadt. Deswegen ist die Natur auch besser für uns zum Erholen, zum Runterkommen, zum Entspannen. Kohärenz meint den Grad der Einheitlichkeit der Landschaft, wie gut und intuitiv ich eine Landschaft, eine Umwelt wahrnehmen kann, wie gut ich mich orientieren kann, wie viel weiter auch suggeriert wird. Kompatibilität, das ist die Mensch-Umwelt-Passung. Bietet die Umwelt mir diese Ressourcen, die ich gerade brauche, um meine persönlichen Motive und Bedürfnisse zu befriedigen? Möchte ich also dort diesen Felsen hoch, bin ich vielleicht ganz froh, eine Treppe zu finden. Wenn ich allerdings als Sportkletterer unterwegs bin, würde ich mich da vielleicht drüber ärgern, dass das ist. Also es ist auch sehr individuell, also immer wieder die Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt. Faszination, das ist das in einer Umwelt, was uns zum Staunen bringt, was uns abschweifen lässt, was wir interessant finden, was von sich aus die Aufmerksamkeit auf sich lenkt, wo wir uns nicht konzentrieren müssen. Und die psychologische Distanz ist letztendlich das Gefühl, dass wir weit weg vom Alltag, von Stressoren und vom Stress sind. Hängt natürlich alles irgendwo miteinander zusammen. Und wie gesagt, die Forschung sagt jetzt eigentlich, Stadt, ne, da haben wir das nicht so gut, natürliche Umwelten schon. Das ist ein häufiges Forschungsergebnis, was rauskommt, wo wir allerdings auch ein Fragezeichen hintersetzen müssen. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, viele von uns wohnen in der Stadt, wohnen freiwillig in der Stadt. Eine Stadt hat natürlich auch viele positive Aspekte. Das heißt, ist das Leben in der Stadt denn wirklich so furchtbar? Da können wir sagen, nein, eine Stadt bietet auch sehr viel Positives und natürlich auch erholungsförderliche Umwelten. Hier ein paar Beispiele aus Zürich. Wir finden zum Beispiel den Zürichsee, an dem wir entspannen können. Wir finden tolle Naturschauspiele, wie so ein ganz intensiver Regenbogen. In der Mitte unten links, das ist eine Spiegelung im Wasser einer Geschäftsfront. Das ist natürlich auch was, was Faszination hervorrufen kann oder was Being Away hervorrufen kann. Wir finden Orientierungspunkte wie Tramgleise. Das trägt natürlich auch zur Kohärenz in gewisser Weise bei. Bestimmte Bauten, die wir haben. Also auch die Stadt bietet uns in der Regel sehr schöne Orte. In den Studien zu erholungsförderlichen Umwelten werden leider meist hässliche Teile der Stadt mit schöner Natur verglichen. Wir finden aber natürlich auch hässliche Natur, die sehr unattraktiv ist, und sehr schöne Stadtareale. Und dort können natürlich auch Städte erholungsförderliche Aspekte haben. Insgesamt betrachtet, auch über Meta-Analysen betrachtet, ist es allerdings doch so, dass je natürlicher die Umwelt ist, desto besser tut sie uns. Das heißt aber nicht, dass die Stadt uns zwangsläufig schlecht tut, wenn sie denn gut gestaltet ist. Und dazu haben wir in dem Vortrag von Frau Degen hat ja auch schon einiges gehört zur Stadtgestaltung, wie die Stadt dazu beitragen kann, gesundheitsförderlicher zu sein.
Da würde ich jetzt auch weiter noch kurz drauf eingehen, auf die nachhaltige Stadtentwicklung. Das heißt, die Frage stellen, wie kann das Leben in der Stadt verbessert werden? Da haben wir erstmal die prokommunikativen Räume, die gestaltet werden können. Ich gehe jetzt nur kurz darauf ein, da haben wir auch schon was zugehört. Das wäre zum Beispiel eine Stadt danach zu gestalten, dass sie maßstäblich und überschaubar ist oder dass sie zumindest in überschaubare Quartiere aufgeteilt ist. Dass es räumliche Fixpunkte gibt, unterscheidbare, identifizierbare Elemente, nicht alles gleich aussieht, wir uns nicht verlaufen, dass keine Unruhe entsteht. Eine Funktionsmischung da ist aus Wohnen, Einkaufen, Leben, Freizeit, Puffer- und Umschaltzonen zwischen privatem und öffentlichen Raum da sind. Das, was wir schon gehört haben, soziopetale, soziofugale Designs, dass wir öffentliche Sitzarrangements haben, die zur Interaktion und Kommunikation einladen, Entstehung eines Gruppengefühls begünstigen. Oder dieses Bild ist aus dem Bahnhof in Basel, SBB-Bahnhof, die Wartehalle, ein soziofugales Design, wo mit Absicht das Arrangement so gestaltet ist, dass Interaktion vermindert werden soll, Kommunikation weniger wahrscheinlich wird und Alleinsein begünstigt wird. Damit können wir in den öffentlichen Raum eingreifen und Zonen schaffen, in denen es wahrscheinlicher wird, dass es zu sozialer Interaktion kommt oder genau das unterbunden wird. Wie wir auch gehört haben, das ist kein Umweltdeterminismus, sondern es ist eine Lenkungsmöglichkeit, mit der wir eingreifen können. Ja, bei der Raumgestaltung, welche Bedeutung hat das Schaffen prokommunikativer Räume für Städte und Zusammenleben? Erhöhte Kommunikationsbereitschaft begünstigt Identifikation mit Wohnquartieren, ist natürlich toll für die soziale Kohäsion, vorteilhafter Sozialisationskontext für Kinder und Immigranten zum Beispiel und eine Grundlage für den Aufbau sozialer Netze, wirkt großstädtischer Anonymität entgegen. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, eine Stadt besteht auch aus Gewerbe und Industrie. Das heißt, wir können nicht eine komplette Stadt so gestalten, dass sie nur für die Bewohner toll ist. Es gibt auch einfach andere Dienstleistungen und Infrastrukturen, die vorhanden sein muss. Wir haben einen relativ hohen Flächenverbrauch mit prokommunikativen Räumen. Und das ist natürlich kostenintensiver als Wohnblöcke. Und das müssen wir uns als Gesellschaft auch die Frage stellen, was wollen wir davon? Was ist es uns wert? Ja, dann geht es hier mal wieder hier vorne weiter. Haben wir auch schon was kurz zur Einbindung geografischer Informationssysteme zur partizipativen Stadtplanung gehört. Das ist, dass einige Städte oder auch Forschungsprojekte ihren Bürgerinnen und Bürgern Online-Browser zur Verfügung stellen, wo Leute markieren können, wo sind in der Stadt denn jetzt Orte, die besonders positiv sind oder besonders negativ sind. Hier ein Beispiel aus den USA, wo gesagt wird, ja, hier ist es ein reichhaltiges soziales Leben, hier gibt es Spaß, aber auf der anderen Seite auch zu viele betrunkene Leute. Das heißt, es werden so Hotspots damit identifiziert, aus Sicht der Bevölkerung, wo stadtplanerisch etwas getan werden könnte oder sollte, um Handlungsbedarf zu identifizieren, um wirklich eine lebenswerte Stadt mit hoher Lebensqualität herzustellen. Das wäre der kurze Exkurs dazu. Und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, die Stadt als Ort für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist von der UNESCO sehr stark im Kommen. Es geht darum, eine zukunftsfähige oder die Leute zu befähigen, allgemeine Bevölkerung zu befähigen, eine zukunftsfähige Welt zu gestalten, Kompetenzen zu erlangen, abschätzen zu können, was ist nachhaltiges Verhalten, was nicht. Was ist wie miteinander vernetzt, welche Auswirkungen hat mein Verhalten auf Natur, Mensch, auf sozialer, ökologischer, ökonomischer Ebene. Es geht darum, die sogenannten 17 Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele zu erreichen, Bewegungs- und Gesundheitsförderung einzubringen und natürlich Multiplikatoreneffekte hervorzurufen. Das heißt, dass Leute und Initiativen sich gegenseitig befruchten sollen. Auf der Ebene der Wissens- und Bildungsvermittlung, Training von Fähig- und Fertigkeiten sowie dem Erleben und Verhalten. Dort haben wir ein Projekt, was wir jetzt gerade in der UNESCO-Biosphäre in Jardinia-Valme-Steyr initiieren, wo es darum geht, die Leute, die Bevölkerung an Orte zu führen, wo sie Nachhaltigkeit erleben können, innerhalb einer Stadt oder bebauten Areals das erleben können, sich damit auseinandersetzen, Erkenntnisse generiert werden durch eine Interaktion mit der Umwelt und das letztendlich zur Umweltbildung beiträgt. Da bieten sich natürlich auch Städte wie Zürich zum Beispiel an, weil wir dort einfach sehr viel
verschiedene Initiativen haben, sehr viel Positivbeispiele für Nachhaltigkeit auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene und sehr viele Leute und verschiedene Zielgruppen an einem Ort wohnen. Das heißt, wir erreichen große Zielgruppen in der Stadt, wenn wir dort Umweltbildungsprogramme implementieren und können so eben entsprechend zur Nachhaltigkeit beitragen. Da bietet die Stadt sehr großes Potenzial, was wir in dem Bereich nutzen können. Dann werden wir jetzt am Ende alle Punkte kurz abgehandelt. Ein paar Gedankenanstöße würde ich noch mitgeben zum Schluss, vielleicht auch für die Diskussion. Es wäre viele Eindrücke und Wechselwirkungen bestimmen eben unser Stadterleben. Diese sind je nach Bedürfnissen, Stimmung, Motiven und so weiter positiv, neutral oder negativ. Die Stadt oder Natur sind nicht per se gut oder schlecht. Das ist, denke ich, eine wichtige Überlegung dazu. Forschung zu visuellen Aspekten ist sehr prominent vorhanden, aber Forschung zu Schall, Gerüchen, Strahlung, Licht und so weiter ist im Moment noch stark unterrepräsentiert. Und das ist natürlich etwas, was uns als Menschen auch beeinflusst. Diversität und Lesbarkeit einer Stadt können zur Lebensqualität beitragen. Dafür ist aber auch eine gute Planung und Monitoring notwendig, um zum Beispiel Nutzungskonflikte zu verhindern und auch zu gucken, was wird wie angenommen, wo entwickeln sich welche Hotspots. Forschung zu erholungsförderlichen Umwelten vergleicht oft die schöne Natur mit hässlicher Stadt, doch viele Orte innerhalb einer Stadt haben auch erholungsförderliche Qualitäten. Und die Herausforderung ist eben, dass der Lebensmittelpunkt der meisten Leute in der Stadt ist. Beanspruchung und Freizeit vermengen sich. Da haben wir auch schon ein bisschen was dazu gehört, wenn zum Beispiel es nicht so sinnvoll ist, das Arbeitsplakat in den Pausenraum zu hängen. Da müssen wir uns aber auch ganz einfach vor Augen führen, die Natur war auch nicht immer erholsam. Es gibt Studien, die zeigen, dass Personen, die ihren Lebensunterhalt mit Waldarbeit verdingt haben, dass die den Wald alles andere als schön und erholsam angesehen haben. Für die war das ein Ort des Mühsals und der Arbeit. Das müssen wir auch sehen, dass dort ein kultureller, gesellschaftlicher Wandel ist und unseren Blick auf die Umwelt natürlich auch verändert. Es hat auch seinen Grund, warum Menschen Städte gegründet haben und zusammengekommen sind. Es bietet Schutz, Zusammenhalt, soziale Aspekte, Verfügbarkeit von Ressourcen. Das ist all das, was wir in der freien Natur, in der Wildnis nicht finden. Dort müssen wir ums Überleben kämpfen. Das ist in der Stadt nicht unbedingt immer der Fall. Also dort müssen wir eben sehen, dass diese Dichotomisierung Stadt schlecht, Natur schön, dass das nicht so wirklich haltbar ist, wenn wir genau darüber nachdenken und auch die Stadt zu einem erholungsförderlichen, lebensfreundlichen Ort entwickelt werden kann. Dann eben das große Potenzial der Stadt als Ort für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das habe ich gerade schon erwähnt. Und als Schlusssatz, Erleben, Verhalten und Bewusstsein sind immer eine Funktion aus Umwelt- und Personenvariablen. Der Leitsatz von Kurt Lewin ganz am Anfang mit dem, ja, für mich Fazit, Stadt ist eigentlich das, was wir draus machen.